Ja, es führt mich eine Einladung von Martin Tern Verlag her als ehemaliger Kustos. Ich bin also 2012 ausgezeichnet worden als Finanzrichter, den ich damals immer den Mittelstand auch begleitet habe. Mein Handwerkszeug habe ich übrigens immer dabei, habe also immer das Grundgesetz hochgehalten, auch für den Mittelstand, habe also relativ viele Entscheidungen, Grundsatzentscheidungen gemacht im Steuerrecht als Finanzrichter, auch für den Mittelstand, aber nicht nur. Und deshalb die Einladung, deshalb bin ich heute hier. Hinzu kommt noch, dass ich vor einem Jahr in einen Ruhestand getreten bin. Ich bin zwar weiter als Anwalt tätig, aber als Finanzrichter nicht mehr. Und habe natürlich mit großem Interesse heute den Tag des Mittelstandes verfolgt, weil es auch um Nachfolgeregelungen, Ruhestandsregelungen ging, aber nicht nur. Das Format finde ich sehr, sehr direkt. Also man hat ja die Möglichkeit, auch mit den Referenten zu sprechen, wenn sie noch auf der Bühne stehen oder nachher an einem Tisch unter vier Augen. Und dass eben Leute als Referenten auftreten, die wirklich wissen, wovon sie reden, das kommt sofort rüber. Die Moderation daneben von den Mitarbeitern des Marktinternverlags ist sehr, sehr passend. Da werden natürlich konkrete Fragen gestellt und damit wird auch das Eis gebrochen fürs Publikum, die dann anschließend auch noch Fragen stellen können, die auch für alle interessant sind.